Ja, hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück mit dem nächsten Prognosevideo für das Champions League Spiel. Und wir haben das nächste Champions League Spiel auf dem Uhr, auf dem Ticker, auf dem Zeiger. Arsenal gegen den FC Bayern München. Und wir gehen mal die Aufstellungen durch. Bei Arsenal ist Szczęsny im Tor, dann haben wir Sanja, Mertesacker, Koscielny und Monreal in der Verteidigung. Im Mittelfeld haben wir Oxlade Chamberlain, Michael Arteta, Gnabry, Santi Cazorla und Mesut Özil. Als Stürmer haben wir dann Olivier Giroud. Bei den Bayern sieht es wie folgt aus: Manuel Neuer im Tor, Rafinha, Boateng, Dante Alaba in der Verteidigung. Lahm spielt das zentrale defensives Mittelfeld. Müller, Thiago, Kroos und Ribéry machen das Mittelfeld komplett. Und dann haben wir Götze als Stürmer. Wir starten rein und hoffen natürlich, dass wir ein unterhaltsames Spiel haben. Wir haben ja bis jetzt schon Leverkusen gesehen, die ein bisschen kämpfen mussten gegen PSG, aber es hat im Endeffekt nicht komplett ausgereicht für den Sieg und gehen mit einer 2:1 Niederlage raus. Deswegen hoffen wir, dass die Bayerner, die nächste deutsche Mannschaft hier, ein bisschen besser starten kann in die Champions League. Also K.O.-Phase in das Achtelfinale. Wir sind natürlich sehr gespannt. Das erste Spiel ist ja in London. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Natürlich wird es ein sehr spannendes Spiel. Arsenal hat ja gut oder ist gut dabei in der Liga, in der Barclays Premier League. Sind sie ja auch auf dem ersten jetzt nach dem Fehlspiel oder nach der Niederlage von Man City, die ja eigentlich vorbeigezogen sind zuerst, die aber jetzt wieder hinterm Arsenal sind. Bayern natürlich, muss man auf der anderen Hand sagen. Ja, 41 Spiele haben sie jetzt auf dem Ticker. In der Bundesliga ungeschlagen, 41 Spiele lang. Natürlich diese Saison noch keine einzige Niederlage. Und in Topform jetzt natürlich in dem Spiel am Sonntag gegen Frankfurt war es eigentlich nur ein, ja, ein Testspiel, kann man schon fast sagen. Aber wir sind sehr gespannt, wie Bayern jetzt hier in diesem Spiel reagieren wird gegen Özil und den FC Arsenal. Da sehen wir ihn nochmal, Özil. Der Schiedsrichter ist aus Frankreich, Jean-Daniel Lacanier, ist den Schiedsrichter. Und Arsenal wird anfangen zu Hause. Und ab geht die wilde Fahrt. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie die Bayern sich hier schlagen werden in London. Bis jetzt muss man sagen, hatte jede Auswärtsmannschaft, die mir bisher prognostiziert haben, hat ja gewonnen. Da sind wir natürlich sehr gespannt, ob Bayern das weitermachen kann. Hier war jetzt der Fehler, aber ausgebügelt von Dante. Jetzt über Lahm zurück zu Dante. Rüber zu unserem Weltfußballer des Jahres, also Weltfußballer generell Kandidat Ribéry, Thomas Müller kämpft sich da ein bisschen durch jetzt zu Thiago, der im Moment sehr, sehr gut in Form ist. Über Toni Kroos wird ja noch gepokert mit seinem Vertrag. Ob er verlängert bei München, steht natürlich jetzt offen. Jetzt aber Toni Kroos in die Mitte zu Götze. Der spielt nochmal raus zu Ribéry, rein zu Lahm. Lahm kriegt den Ball aber nicht richtig unter Kontrolle gegen seinen Nationalteamkollege Mertesacker. Der da den Ball klärt. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare, wie ihr denkt, dieses Spiel ausgehen wird.
und wer vielleicht auch Torschütze ist und so weiter. Könnt ihr auch ein bisschen mittippen und dann können wir ja sehen, ob es hier Leute gibt, die gut tippen können. Das würde mich sehr interessieren, was ihr so denkt. So, Arsenal mit viel Ballbesitz am Anfang. Aber Bayern muss jetzt ein bisschen Gas geben. Müller versucht da den langen Pass, aber Monreal passt auf. Chamberlain jetzt, der ja rechtes defensives Mittelfeld spielt, wo er eigentlich für mich überhaupt nicht hinpasst. So, jetzt aber raus auf Santi Cazorla. Der kommt mit der Flanke, mit dem ersten Angriffsversuch von Arsenal. Jetzt aber Ribéry, jetzt der Konter, der schnelle Konter. Bayern kann ja eigentlich schnell umschalten und eigentlich ein schnelles Konterspiel spielen. Alaba, schlechter Pass auf Ribéry. Das ist ja eigentlich die Traum-Linksseite der Bayern. Ribéry und Alaba. Der lange Einwurf kommt auch noch an. Gnabry, Michael Arteta, raus auf Sanja. Arsenal kontrolliert zurzeit das Spiel. Bayern muss einfach mal schnell umschalten und einen Konter ausführen und komplett durchführen. So, jetzt aber Müller, jetzt mal über Rafinha. Der auf seiner rechten Verteidigerposition sich sehr gut macht. Bei den Bayern muss man schon sagen, sehr schlechter Pass aber da von Rafinha. Man muss sagen, unter Pep Guardiola läuft im Moment alles nach Plan. Zunächst steht ja jetzt erstmal der Hamburger SV an. Im deutschen Pokal. Aber so gut wie Hamburg im Moment drauf ist, muss man sagen, da müsste Bayern eigentlich auch voll durchziehen und das Ding von vorne an rocken, so wie in Frankfurt. Arsenal macht hier keine Fehler, die haben volle Konzentration in diesem Spiel. Da ist wirklich kein Fehler zu sehen. Sie kontrollieren das Spiel wirklich im Moment. Da ist im Moment sehr schwer für die Bayern, da mal nach vorne zu kommen. Arsenal jetzt mal über Santi Cazorla, schneller Pass zu Giroud, zurück zu Cazorla. Jetzt ist die linke Seite offen für Monreal. Boateng macht sich aber an ihn ran. Müller klärt da mal ein bisschen auf Kroos. Thiago und wieder auf Müller. Rafinha, der ja mit Alaba zusammen zeigt, was ein zukünftiger oder neue Generation der Außenverteidiger ist. Nämlich nicht nur verteidigen, sondern auch offensiv mitwirken. Und jetzt Santi Cazorla auf Sanja. Sanja auf Gnabry. Ja, man muss sagen, Arsenal, so wie die im Moment hier spielen, es ist wirklich schon Barcelona hat Ballbesitz ohne Ende. Jetzt aber Alaba, Toni Kroos mit dem langen Pass auf Thiago. Zurück auf Müller, die jetzt natürlich mal einen Angriff hier und bleibt ausführen müssen. Sehr schön gemacht von Rafinha. Müller kriegt den Ball aber nicht komplett unter Kontrolle. Jetzt Thiago. Vielleicht doch zurück über Lahm. Lahm macht kein so gutes Spiel im Moment. Dante. Jetzt rückt Bayern ein bisschen vor. Ribéry. Götze, raus auf Alaba. Zurück auf Ribéry. Mal gucken, was er da macht gegen zwei Mann. Er kriegt die Flanke durch. Götze kommt da nicht ganz hoch. Thiago kriegt den Ball da auch nicht. Ja, da war schon mal die erste Angriffschance für Bayern. Müller passt da sehr gut auf, geklärt. Und jetzt kann Bayern sich wieder sortieren. Und der Einwurf zum Monreal, der Pass in die Mitte zu Chamberlain, zurück auf Michael Arteta und zurück auf Chamberlain. Monreal jetzt, Michael Arteta und Chamberlain. Ja, die spielen sehr viel hin und her passen. Eine Minute Nachspielzeit, 60% Ballbesitz von Arsenal, das kennen wir eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt Santi Cazorla. Muss jetzt auch gegen zwei Mann ran. Da kommt die Flanke, Oliver Giroud, und da ist der Pfostenknaller. Eieiei, sehr, sehr heiter hier in der Nachspielzeit schon von der ersten Halbzeit. Und hier ist von der ersten Hälfte mit der ersten Halbzeit. Und hier ist jetzt Halbzeit.
Ja, sehr, sehr interessantes Spiel. Sehr gutes Spiel von Arsenal, was wir eigentlich jetzt nicht gehofft haben oder nicht gedacht haben. Die erste große Chance da zum Schluss gegen den Pfosten. Da sehen wir sie nochmal. Also ein sehr, sehr... Ja, und hier sehen wir nochmal den Halbzeitpfiff. Das waren nur zwei Highlights in dem ganzen Spiel. Und hier sehen wir 0 Tore, ein einziger Schuss von Arsenal. Das war der jetzt in der Nachspielzeit. Ballbesitz hat Arsenal mit 62%. Viel zu viel, finde ich. Bayern nur mit 38%, Zweikämpfe 2 zu 2. Keine Fouls, keine gelbe Karten, keine rote Karten, keine Verletzungen. Keine Abseits, keine Ecken. Und wir haben 0% Schussgenauigkeit von beiden Teams. Und Passgenauigkeit von 93% von Arsenal und 89% von den Bayern. Also das ist schon ein ja, sehr interessantes Spiel, muss man sagen. Bayern muss auf jeden Fall jetzt mal den Hahn aufdrehen hier und wirklich Gas geben in der zweiten Halbzeit. Und mal gucken, ob vielleicht doch noch was draus wird. Jetzt hier die traumlinke Seite über Alaba. Alaba kommt dann nicht komplett durch, aber Einwurf für die Bayern. Alaba holt sich da direkt schnell den Ball. Langer Einwurf auf Ribéry, der kommt aber nicht an. Ribéry jetzt nicht so kopfballstark. Deswegen hat das sehr wahrscheinlich nicht funktioniert. Die rechte Seite sehr offen. Gnabry. Mit dem langen Pass auf Giroud. Neuer kommt da sehr gut dran. Zweiter Schuss. Und die erste richtig große oder zweite richtig große Chance von Arsenal. Jetzt muss ich aber sagen, warum war der erste Schuss von Arsenal, der gegen den Pfosten geknallt ist, nicht ein Schuss aufs Tor? Also wir zählen ihn mal einen Schuss aufs Tor. Hier jetzt der Eckball auf Giroud. Der kommt nicht an und jetzt erstmal geklärt von der Abwehr. Fehler von Monreal. Aber Götze kommt da nicht schnell genug hinterher. Jetzt Koscielny, Michael Arteta, Santi Cazorla. Özil. Sehr schön gesehen von Özil. Aber da ist Rafinha ein bisschen schneller als Santi Cazorla. Jetzt muss Bayern wirklich mal was machen. Aber Arsenal, muss man sagen, steht hier wirklich, wirklich gut. Arsenal macht ein richtig krasses Spiel. Also wenn wir das so in der Champions League sehen, dann haben wir auf jeden Fall was zu sehen. Ja, Bayern kommt hier wirklich nicht schnell oder überhaupt durch. Rafinha jetzt rüber zu Thiago auf Lahm. Lahm jetzt auf Alaba. Mit dem Pass auf Ribéry, zurück auf Alaba. Zurück auf Ribéry, hoch auf Thiago, der versucht im Stehen zu schießen. Und das war abgefälscht vom Verteidiger. Bayern aber jetzt ein bisschen mehr Druck am Machen nach vorne. Jetzt Rafinha und Kroos. Raus auf Thiago oder rüber zu Thiago. Lahm jetzt. Kroos, schön gesehen. Götze, was macht er da? Götze schießt daneben. Das wäre auf jeden Fall ein Tor gewesen, zu 100%, wenn Götze da den Ball nicht zurückgelegt hätte. Unter dem Torwart durch, aber leider nicht direkt zurück, so wie es sein sollte. Müller kommt raus, Arjen Robben kommt rein. Gut, dass es ihn auch noch gibt. Bin sehr gespannt, vielleicht kann Robben da noch was reißen. Ein Robin, der ja eine ziemlich ja, krasse Verletzung da hatte. Jetzt Santi Cazorla versucht da vorbeizukommen mit einer langen Flanke. Aber der Ball geht ins Aus. Das wird Abschluss geben für Bayern. Aber man muss sagen, das ist auf jeden Fall... Podolski kommt jetzt noch rein für Gnabry und Javi Martinez kommt rein für Thiago. Ein bisschen mehr defensiv jetzt noch gestärkt für Bayern. Das ist Bayern natürlich, ja, nicht wohl, dass Arsenal hier so ein Spiel spielt. Da sehen wir Podolski, der natürlich hier Gas geben will. Der noch ein Traum für Arsenal wahr werden will. Machen will.
So, Boateng auf groß. Bayern muss jetzt auf jeden Fall Gas geben. Ribéry. Alaba startet. Alaba kriegt den Ball da. Groß. Jetzt rüber nochmal auf Ribéry. Durch auf Alaba. Ja, aber die Abwehr. Götze kommt dran. Kein Abseits. Zurück auf Alaba. Da kommt die Flanke abgefälscht und Eckball. Hier sehen wir nochmal den klasse Reflex von Neuer. Giroud hätte das Ding reinmachen müssen, aber da kriegt Neuer noch gerade so die Hand raus, um den Ball wegzulenken vom Tor. Jetzt die Ecke, kommt nicht an. Lahm kommt von hinten. Götze raus auf Lahm. Wir haben schön gemacht. Flanke. Uiuiui, da ging es gerade hart zur Sache im Strafraum von Arsenal. Jetzt aber die Kontermöglichkeit über Santi Cazorla von Arsenal, der da sehr gut um den Spieler herum tanzt. Giroud kriegt den Ball auch noch durch. Dante passt sehr gut auf. Aber der Angriff ist noch nicht vorbei. Michael Arteta. Dante wieder aufgepasst. So, jetzt muss schnell gehen. Javi Martinez legt den Ball zu weit vor. Chamberlain kommt dahin. Özil. Jetzt auf Sanja. Zurück auf Chamberlain. Özil mit der Flanke, aber abseits von Podolski. Hier sehen wir es nochmal. Ja, das ist aber sehr, sehr, sehr knapp. Das ist schwer zu sehen von der Perspektive. Götze kommt raus, so wie es aussieht. Und da kriegen wir den großen Mandzukic, der vielleicht mit einer guten Flanke jetzt noch rechnen kann und hoffen kann, dass er den Kopf hinkriegt und vielleicht noch ein Kopfballtor macht für Bayern. Aber jetzt erstmal, ja, kurz ausgeführter Freistoß. Boateng mit dem Fehlpass. Oxlade-Chamberlain jetzt auf Podolski. Raus auf Sanja, der natürlich die Linie runterspielt auf Podolski. Podolski mit der großen Flanke. Giroud wartet und gute Parade von Neuer. So, Dante läuft jetzt mal mit nach vorne. Über Ribéry. Schöner Ball auf Lahm. Aber Lahm kommt da. Ja, Mandzukic, was macht er? Der wartet zu lange. Mandzukic wartet einfach zu lange. Hätte ihn schon viel schneller abschließen müssen. Und da ist ein verletzter Spieler auf dem Feld. Aber Özil jetzt im Angriff. Giroud zurück auf Özil mit der Flanke. Und was macht der denn da? Toni Kroos liegt verletzt auf dem Boden oder war verletzt, ist verletzt, immer noch angeschlagen. Aber er steht wieder. So, jetzt aber natürlich die Kontermöglichkeit für Bayern. Mandzukic verliert da den Ball gegen Mertesacker. Und jetzt Santi Cazorla. Rechte Seite sehr offen, da muss man aufpassen. Monreal läuft mit jetzt nach vorne. Spielt aber lieber nochmal zurück auf Michael Arteta, der jetzt nochmal Monreal anspielt. Giroud kommt auch irgendwann mal jetzt wieder nach vorne gelaufen. Es wird langsam jetzt, sind wir in den letzten 5 Minuten des Spiels, du stehst immer noch 0-0. Und jetzt Podolski, der zurückspielt auf Özil, der hier glaube ich noch keinen einzigen Fehlpass hat heute. So, jetzt Monreal. Özil auf Sanja. Oxlade-Chamberlain, jetzt der laufende Monreal. Monreal rüber auf Santi Cazorla und wieder eine gute Parade von Neuer. Also wenn dieser Neuer nicht im Tor wäre von Bayern, dann wird es jetzt schon ganz anders aussehen. Da können sie wirklich froh sein, dass es den Neuer gibt. Hier nochmal ein Wechsel. Bentner kommt rein für Olivier Giroud. Vielleicht kann er noch ein Last-Minute-Tor machen oder so. Das wäre natürlich sehr gut für Arsenal. Aber ein Pech für die Bayern. Natürlich, wenn Bayern hier jetzt mit einem 0-0 rausgeht, dann müssen wir hoffen, dass sie zu Hause noch stärker spielen. Zuerst aber die Kontermöglichkeit über Robben. Der spielt rüber zu Javi Martinez. Der auf Robben und Robben ist schnell. Aber er kriegt da den Ball nicht komplett unter Kontrolle. Jetzt muss er wieder zurückziehen. Groß raus auf Ribéry.
Ribéry versucht da ein bisschen zu tanzen, zu tricksen, passt aber lieber nochmal zurück auf Lahm. Lahm jetzt auf Ribéry. Ribéry mit der Flanke, Mandzukic kommt da nicht dran. Und das dürfte es auch schon gewesen sein. Ja. Das war es auch schon. Das ist ein sehr interessantes Ergebnis. Sehr interessant. Das heißt, Arsenal hat eigentlich, ja, jetzt die Vorderhand, sagen wir mal, die Chance in München weiterzukommen. Natürlich haben sich hier mehrere Chancen in der zweiten Halbzeit ergeben. Immer noch 0 zu 0, natürlich ist es geendet. Schüsse hat aber Arsenal 6 Stück gehabt insgesamt, Bayern nur 3. Schüsse aufs Tor davon waren 3 von Arsenal. Wir zählen den Pfostenschuss noch mit, dann war es 4. Und nur ein Schuss von Bayern. Und ballbesitzmäßig sieht es 55% zu 45% aus. Zweikämpfe hat Arsenal 5 gewonnen und Bayern 2. Keine Fouls, keine gelbe Karten, keine rote Karten. Eine Verletzung, das war Toni Kroos. Ein Abseits von Arsenal, 2 Ecken für Arsenal, eine für Bayern. Schussgenauigkeit ist in diesem Sinne 50% für Arsenal, 33% für Bayern. Passgenauigkeit hat Bayern sich deutlich verbessert als in der ersten Halbzeit. 92% für Arsenal, 90% für die Bayern. In diesem Spiel geht es nicht klassisch Golden Goal oder Elfmeterschießen, weil es wird als Remis gewertet. Santi Cazorla war hier nicht der beste Spieler. Der beste Spieler war... Wo haben wir denn hier? Es gab keinen besten Spieler. Also wie es aussieht, gab es wirklich keinen besten Spieler. Wenn wir von der Bewertung ausgehen, war es aber... So wie es aussieht, Manuel Neuer. Mit einer 7-7. Ja, ich sehe keinen, der höher ist. Ja, Manuel Neuer mit dem, ja, Spieler des Tages, sagen wir mal. Der beste Spieler auf dem Feld. Und das war es auch eigentlich schon gewesen. Schreibt eure Tipps unten in die Kommentare und dann gucken wir mal, wie das Spiel doch dann ausgeht. Ich tippe auf jeden Fall auf einen Bayern-Sieg. Ich sage 3 zu 1 für die Bayern. Ja, schreibt eure Tipps unten rein. Würde mich sehr interessieren. Und da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert ruhig. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal.